In diesem Video lasse ich die neuen Mac Studio Rechner gegen meinen guten alten Windows Schnitt- und Gaming Computer antreten. Und ich sage das jetzt wirklich ehrlich, die Resultate haben mich nicht nur überrascht, sondern die bringen mein komplettes Computerprozessor-Leistungsweltbild durcheinander. Ich glaube, dass Intel und AMD ein ganz schönes Problem haben und das sage ich als jemand, der seit Jahrzehnten mit Überzeugung Wintel-Rechner nutzt. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von CyberGhost. CyberGhost ist ein weltweit führender Anbieter in der Privatsphäre und Sicherheitsbranche, hat 38 Millionen Nutzer und ist das am häufigsten auf Trustpilot empfohlene VPN. VPNs verbergen eure IP-Adresse und verschlüsseln die übertragenen Daten. Mit der super leicht zu bedienenden CyberGhost-Software entsperrt ihr obendrein zum Beispiel über 35 beliebte Streaming-Plattformen wie Hulu oder BBC iPlayer, egal wo ihr euch geografisch gerade befindet. CyberGhost verfügt über mehr als 7000 Server in 90 Ländern, da findet man also immer eine gerade passende VPN-Verbindung. Die CyberGhost-Software gibt es für Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Smart TVs und Spielkonsolen. Mit einem CyberGhost-Abo könnt ihr 7 Endgeräte gleichzeitig schützen. Wenn ihr den CT3003-Link nutzt, bekommt ihr 84% Rabatt auf das 3-Jahres-Abo plus 4 extra Monate obendrauf. Das entspricht 1,94 € pro Monat. Und es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie. Werbung. Ende. Ja, das ist er, der Mac Studio. Ist der nicht niedlich? Also im Vergleich zum Mac Mini jetzt nicht so, aber wenn man meinen Schnittrechner daneben stellt, dann ist der schon sehr kompakt. Den Mac Studio gibt es in mehreren Leistungsstufen. Die günstigste Version kostet 2.300 € und hat ein M1 Max System on a Chip mit 10 Kern CPU und 24 Kern GPU, 32 GB Unified RAM, also das bedeutet, dass sich CPU und Grafikeinheit den teilen, und 512 GB SSD. Die teuerste Version kostet flotte 9.200 € und hat dann einen M1 Ultra. Das sind quasi zwei zusammengebackene M1 Max und das ergibt dann eine 20 Kern CPU, 64 Kern GPU, 128 GB Unified RAM und 8 TB SSD. Wir hatten sowohl die Variante mit M1 Max als auch die mit M1 Ultra im CT3003 Testlabor. Unsere M1 Max Version ist die größere der beiden Max Varianten, die 32 statt 24 GPU Kerne hat. Das kostet dann nochmal 230 € Aufpreis. Die Ultra Version, die wir getestet haben, war die größte mit 64 Grafikkernen. Und von außen unterscheiden sich die beiden übrigens null, aber beim Hochheben merkt man es deutlich. Der Mac Studio mit M1 Ultra ist unter anderem wegen seines Kühlkörpers aus Kupfer statt aus Aluminium viel schwerer. Aufrüstbar sind beide Rechner übrigens nicht, was ein bisschen ärgerlich ist. Für den Sprung von 512 GB SSD auf 4 TB kassiert Apple 1.380 €, obwohl eine sehr gute 2 TB M2 auf dem freien Markt nur 200 € kostet. Aber auch wenn 2 M2-Slots im Mac Studio vorhanden sind, kann man keine eigene M2 da reinstecken. Also kann man schon, aber die läuft dann nicht. Kurz nochmal zu den Prozessoren. Apple hat ja seit 2020 keine neuen Rechner mehr mit Intel CPU vorgestellt, sondern baut eigene Chips unter dem Namen Apple Silicon. Kurzer Streberhinweis, Silicon ist auf Deutsch übrigens Silizium und nicht Silikon. M1 hat Apple die Chipfamilie genannt und die arbeitet mit der ARM-Prozessorarchitektur. Die Windows-Welt setzt seit vielen Jahren auf x86 und jahrelang waren die beiden Architekturen hübsch getrennt. Computer, also Desktops und Notebooks, egal ob Windows, Linux oder macOS, liefen mit x86, Smartphones und Tablets und etliche andere kleinere Produktkategorien nutzten ARM. Ja, das hat sich nun grundlegend geändert, seit Apple ARM in alles reinsteckt. In diesem Video werde ich mich auf die günstigere Variante des Mac Studio konzentrieren, also die Version mit M1 Max, und die werde ich gegen meinen Schnitt- und Gaming-Rechner antreten lassen. Oder wie ich lieber super cool sage, meine Workstation. Die Eckdaten davon sind AMD Ryzen 7 3700X 8-Kern CPU mit 32 GB RAM und einer GeForce RTX 2070 Super Grafikkarte mit 8 GB Speicher. Dabei handelt es sich um den PC, den ich vor 2 Jahren vor der CT-Uplink-Kamera zusammengebastelt habe, auf Basis des optimalen PCs im CT-Magazin. Würde man die Komponenten heute kaufen, würde das Teil ungefähr 1.500 € kosten. Vor 2 Jahren war das natürlich noch mehr. Jetzt ist die große Frage, warum nehmt ihr denn ausgerechnet
diesen Rechner, das ist ja ungerecht, der ist ja billiger als der Apple-Rechner. Ja, das stimmt, aber das ist halt die Maschine, die ich am besten kenne, auf der ich viele CT3003-Videos geschnitten habe. Da interessiert mich einfach der Vergleich. Auch weil bei vielen Apple-Tests immer nur mit anderen Apple-Rechnern verglichen wird, nicht mit Windows-Computern. Und ganz ehrlich, weil ich auch in meiner Arroganz dachte, damit blase ich die kleine Apple-Kiste doch locker weg. Ja gut, das lief dann doch anders. Für den Test haben wir aus echten CT3003-Videos einen 4K-Rendering-Benchmark zusammengebastelt. Und zwar ist das zweimal das identische Videoprojekt in Adobe Premiere Pro und DaVinci Resolve. Wir haben unterschiedliche Videoquellen verwendet und außerdem ein paar Berechnungen wie Bilddrehungen und Zooms reingemacht. Ja, und dann haben wir einfach die Zeit gestoppt, wie lange das Ding rendert auf unterschiedlichen Rechnern. Apple wirkt ja bei den Mac Studios mit so Sachen wie, dass man 18 8K ProRes Videostreams gleichzeitig wiedergeben kann. Ja, okay, das ist schön, aber macht das jemand? Also wir auf alle Fälle nicht. Deshalb ist unser Testvideoprojekt deutlich einfacher und unserer Meinung nach auch praxisgerechter. Statt ProRes ist das einfach ein H.264-Export, so wie wir die Videos auch für YouTube ausgeben. So, und jetzt hier mal die Ergebnisse. Mein Windows-Schnittrechner rendert das Projekt in Adobe Premiere in 2 Minuten 17. Da war ich eigentlich ganz schön stolz drauf, weil zum Beispiel das 2018er MacBook Pro mit i5 Quad-Core dafür viel länger braucht. Ja, und zwar deutlich über eine Viertelstunde. Und dann habe ich den kleinen Mac Studio mal laufen lassen. 1 Minute 40. What? 27% schneller als meine geile Windows-Workstation? Aber jetzt wird's richtig interessant. Beim Rendern haben wir uns auf den Rechnern auch die durchschnittliche Leistungsaufnahme angeschaut. Der Mac Studio mit M1 Max zieht während des Renderns durchschnittlich 48,5 Watt aus der Steckdose. Mein Windows-Rechner fucking 250 Watt. Ja, die Werte stimmen. Die stammen aus einem kalibrierten Messgerät. Und jetzt ziehen wir von unseren Watt-Messwerten noch die Leistungsaufnahme im Leerlauf ab. Das sind beim Mac Studio M1 Max zahme 10,3 Watt und bei meinem Schnittrechner heftige 59 Watt. Wenn wir das Ergebnis mit der zum Rendern benötigten Zeit in Sekunden multiplizieren, kriegen wir die Energie in Joule bzw. die Wattsekunden raus. 3858 Joule beim Mac, 26167 Joule beim Windows-PC. Das ist einfach mehr als 6-mal so viel. Ihr sagt jetzt, ja, okay, das ist jetzt Premiere, das ist ja nur ein einzelnes Schnittprogramm. Nee, bei DaVinci Resolve kommt fast genau das Gleiche bei raus. Bei einem anderen Benchmark, nämlich Geekbench 5, wird es dann sogar nochmal brutaler. Mein PC erreicht eine um 40% schlechtere Punktzahl als der kleine Mac Studio, zieht aber 5-mal so viel Energie aus der Steckdose. Die beiden Mac Studios haben uns übrigens die Kollegen aus unserem Schwesternmagazin Mac and I zur Verfügung gestellt. Übrigens, weil der Vergleich meines schon älteren Windows-PCs mit dem brandneuen Mac Studio ja nicht ganz fair ist, haben wir uns auch einen ganz aktuellen Alder Lake Intel Core i5 12600K angeschaut. Der zieht im Leerlauf nur 17 Watt, das ist auf alle Fälle deutlich besser als meine AMD-Kiste. Aber bei Geekbench erzielt er ebenfalls weniger Punkte als der kleine Mac Studio, verbrennt aber dabei 4-mal so viel Watt. Der eklatante Unterschied zu ARM M1ern besteht also auch bei aktuellen x86-Geräten. So, wir haben uns ja jetzt vor allem CPU-lastiges Zeugs angeschaut, auch wenn beim Videorendern immer auch die GPU-Beschleunigung aktiv war, aber wir haben auch Sachen probiert, die zum allergrößten Teil auf den Grafikeinheiten liefen. Nehmen wir mal Blender, die tolle Open-Source 3D-Grafik-Software. Aha, da zeigt sich jetzt, was der Mac Studio nicht so gut kann wie der Windows-PC, nämlich Grafikberechnung. Das sieht man auch bei Spielen, auch wenn das wirklich sehr schwierig zu vergleichen ist, denn es gibt kaum aktuelle Spiele für macOS und noch weniger, die nativ auf dem M1 laufen. Zu den wenigen einigermaßen grafikintensiven und moderneren Spielen für macOS gehört Shadow of the Tomb Raider, das läuft aber nicht nativ, sondern über die x86-Emulationsschicht Rosetta 2. Der ins Spiel integrierte Benchmark erzielt auf dem kleinen Mac Studio 65 Frames in der Sekunde, bei meinem Windows-PC sind es bei gleichen Einstellungen 94 FPS. Das ist deutlich mehr, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Mac Studio komplett abkackt. 65 Frames in ultrahohen Details ist durchaus okay. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Spiel nicht nativ läuft, sondern über Rosetta. Da ist also durchaus Gaming-Potenzial vorhanden, vor allem im Vergleich zu den früher verwendeten Intel Iris-Grafikeinheiten. Interessant übrigens, der Mac Studio mit M1 Ultra, das sind zwei kombinierte M1 Max Socks, erzielt im Tomb Raider Benchmark zwar mehr FPS als mein Windows-PC, zeigt dafür aber Mini-Ruckler beim Spielen. Das ist ein altes Phänomen, was auch bei Dual-GPU-Systemen unter Windows auftrat.
Mein Fazit. Die Mac Studios sind wirklich richtig gute Arbeitspferde, gerade wenn ihr sowas wie Videoschnitt machen wollt. Die Teile blasen auch Mac Pros auf x86-Basis in vielen Anwendungsbereichen klar weg, obwohl die deutlich teurer sind und die Apple komischerweise immer noch verkauft. Die Mac Studios verbrauchen viel weniger Strom als x86-PCs und bleiben beeindruckend leise. Ja, und auch für fast alle anderen Anwendungen eignen die sich super, außer Spiele halt, aber das liegt nicht an der Hardware, sondern vor allem an der nicht vorhandenen Software. Wenn ihr jetzt denkt, ja okay, Mac Studio ist schnell beim Videorendern und verbraucht wenig Strom, was juckt mich das? Ich interessiere mich nicht für Videoschnitt, außerdem nutze ich Windows. Ich sage euch, das betrifft euch auch, denn die Effizienz der M1-Socks ist einfach so viel besser als bei x86-CPUs. Da muss was passieren und da wird sehr sicher auch was passieren. Demnächst geht zum Beispiel der Exklusivdeal zwischen Qualcomm und Microsoft zu Ende. Dann dürfen auch andere Hersteller ARM-Rechner mit Windows verkaufen. Ja, Windows läuft schon seit Jahren auf ARM und das sehr gut. Habe ich neulich selbst ausprobiert auf dem schon ziemlich alten Smartphone OnePlus 6T. Auf dem Android-Handy, das man für 150 Euro gebraucht kriegt, lief Windows 11 besser als auf meinem erst 3 Jahre alten x86 Dual-Core-Notebook. Was die reine CPU-Power angeht, ist x86 definitiv nicht mehr überlegen. Schaut euch mal die CPUs mit den besten Geekbench-Ergebnissen an. Da liegt der M1 Ultra nur einen Platz hinter dem sauteuren 64-Kern-Prozessor AMD Threadripper 3990X. Und während die M1-CPUs super schnell rechnen, ziehen sie deutlich weniger aus der Steckdose als x86-Chips. Und auch wenn viele Leute sich gar nicht für den Stromverbrauch interessieren, das ist doch einfach kein gutes Gefühl, wenn euer Arbeitsgerät 300 Watt wegballert, oder? Außerdem müssen die ganzen Watt auch weggekühlt werden, was ja auch noch ein Faktor ist. Die Mac Studios bleiben fast immer unhörbar. Das lauteste, was wir in unserem Schallmessraum ermittelt haben, waren 0,2 Sohne. Aktueller Gaming-PC mit schneller Grafikkarte kommt bei Last locker auf 1,5 Sohne, was schon ganz schön nerven kann. Und nicht zu vergessen, bei Notebooks ist der Stromverbrauch natürlich super wichtig und da delivern die M1 MacBooks auch einfach richtig gut. Mit High-End-Grafikkarten können die M1-Chips allerdings noch nicht mithalten. Aber gerade wegen der exorbitant besseren Effizienz werden wir zukünftig in der Windows-Welt mehr ARM-Rechner sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bei Gaming-PCs bleibt der Standard erstmal x86 CPU plus Grafikkarte. Aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt, denn dass ARM-Socks durchaus auch Spiele können, das zeigen ja die Shadow of the Tomb Raider-Benchmarks der Mac Studios. Bei Diskussionen über ARM versus x86 geht es nach meinen Erfahrungen oft ganz schön emotional zu, aber eigentlich ist das Quatsch. Die aufstrebenden ARM-Socks bringen halt jetzt mal Leben in die Bude und sorgen dafür, dass Intel und AMD nicht mehr nur gegen die jeweils andere Firma antreten muss, sondern jetzt mal zeigen müssen, warum x86 eben doch eine Daseinsberechtigung hat. Davon profitieren am Ende alle und auch der Planet, wenn die Leistungsaufnahme hoffentlich bei allen Rechnern in Zukunft runtergeht. Die nächsten Jahre werden auf jeden Fall interessant. Tschüss.